Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, ich versuche hier an die Truhe ranzukommen. Na, geht's nicht aus? Ohne Schleichen geht das nicht. Schleichen wir uns gleich. So, ja. Macht aber nichts, dann eben später mal. Da haben wir trotzdem ein Opfer. Falsch. Hier muss ich speichern. Genau. Spielstand 7. Die lege ich eh nur einmal an und dann werden sie immer durchgescrollt. Tja. Also. Oh Gott. Oh Gott. Ah, no. Das habe ich mir niemals gemerkt. Ich habe jetzt einfach gedacht, hey, cool, ich habe Glück, ich habe Glück, ich habe Glück. Na, Schande. Okay, nochmal. Ich werde jetzt was sagen, weil das habe ich mir unmöglich gemerkt. Okay. Ah ja, okay. 2, 2, 1, 2, 1, glaube ich. Gut, nochmal. Oh Gott. Nein! Verdammt! Das ist ein geiler Fehler wie beim vorigen Mal. Aber gleich. Kann sich noch um Stunden handeln. Das war jetzt echt. Alter. Ah, jetzt habe ich falsch angefangen. Mann, bin ich doof. Oh Gott. Entschuldigung. Das war jetzt da. Ja, ein nervöser Finger. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Hui. Grobes Schwert. Verdammt, das ist sogar noch besser als das, was wir haben. Hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Und Rohstahl. Okay. Verdammt. Ich bräuchte noch 2 Stärkepunkte. 2 Lernpunkte habe ich noch übrig. Könnte ich noch nutzen. Jeder Damage hilft, ne? Jeder Damage hilft. Gut, das hätten wir schon mal. Eine Tür. Ich werde auch hier mal speichern. Ich habe keine Ahnung, ob mich hier jemand sieht. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob hier jemand drinnen wohnt. Ich gehe mal rauf. Achso, das ist nur ein Turm. Okay. Das ist nur ein Türmchen, da gibt es keine Drohnen wahrscheinlich. Na, ist nur ein Ausguck, dass du in die Arena schauen kannst. Okay. Ich dachte schon. Da ist vielleicht was. Da ist vielleicht was von Wert. Ich habe einen Bug. Ich will hier wieder runter, bitte. Danke. Das musst du auch zusammenbringen. Okay. Ich steck fest. Hey, du. Ja. Ich. Ah, Fletcher. Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Also. Warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Huch, das hier war aber offen. Apropos. Hey du, wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, oh. Und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Wo bist du dann? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Aber? Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Mm. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Okay. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Ja? So ein Pech. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein.
Und ich werde es auch nicht rausfinden. Wieso nicht? Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. So was gibt's. Das ist ja Mobbing im höchsten Maße. Das muss man wirklich dem Betriebsrat melden. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Aha. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ist klar. Müssen sie erst wieder zusammensammeln. Wegen Neck. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Jawohl, Chef. Servus. Den mag ich. Der ist einmal nicht so geldgierig. So. Ich könnte mich hinlegen, ne? Das müsste jetzt mein Haus sein hier, ne? Ich glaube, da bin ich richtig. So. Also dann, bis zum nächsten Morgen, Pen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Richtig. Ein neuer Tag. So ist es, mein Freund. Egal, ich werde ein bisschen Fleischbraten anfangen. Halt. Ich gehe Hilfe holen. Nichts wie weg. Hä? So, ich brate mir jetzt trotzdem das gesamte Fleisch, was ich habe. Zum Recken brauche ich das unbedingt, also zum Gesundheit wiederherstellen. Hä? Komische Gestalten sind hier. Gut. Das zu dem. Ich bin, glaube ich, arm wie eine Kirchenmaus, ne? Weil ich voll Idiot. Oh, 155 geht. Geht. Münzen könnte ich abgeben bei Diego. Das passt mir eh ganz gut. Ich muss eh bei ihm was lernen. Das Fleischwanzen-Ragout gehe ich mir jetzt abholen. Da müsste normalerweise wieder eine Portion für mich fällig sein. Wo ist er denn? Da drin liegt er. Chefkoch. Snuffy? Hey du. Essen. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Ich fürchte, ich muss gleich niesen. Meine Nase juckt. Ich hoffe nicht, dass ich niesen muss. Schande. Hey du. Ich bin schon draußen. Bin schon weg. Was dann? Verdammt. Oh. Ja, ich will in der Früh aufstehen. Zack, zack. So, ich gehe noch schnell zu Diego. Lernen wir da noch 2 Punkte von Stärke dazu. Kann dann das grobe Schwert führen. Ich hätte das eine Schwert gar nicht kaufen brauchen. Ich habe es befürchtet. Aber ja. Woher sollte ich denn wissen, dass ich mutig genug bin, hier diese Hütte auszurauben? Diese Truhe meine ich. So. Diego Spazi. Hey du. Papa Diego. Münzen einmal. Erfahrung kriegt man auch. Boah, Münze ein. Wow, das ist aber auch cool. So, das kann man schön überspringen. Bring mir was bei. Kannst du mir was beibringen? Ja. Ja, das kann man auch überspringen. So, einmal Stärke und nochmal Stärke. Die Firma dankt. Deine Kampfkraft kommt bald wieder. Ja, jetzt kann ich mein besseres Schwertelein ausrüsten. Mach's gut. Da. Zack. Hey du. Wobei... mit dem wollte ich jetzt aber nicht reden. Nee. Ruhig. Wobei, ich möchte kurz den Knüppel ausrüsten, weil ich gehe jetzt Waffen verkaufen. Ja. Hier bin ich schneller. Ich muss nämlich Waffen verkaufen. Und dann kriege ich vielleicht mehr Erz. Dann brauche ich die Butlerhose. Wobei ich schon wieder am Überlegen bin, zu die Jäger zu gehen und da das Ausweiden zu lernen. Da brauchte ich ja auch einen Haufen Gold. Mann. Scheißlich ungut. Mordrak auf jeden Fall. Den können wir... Da können wir richtig was loswerden. Der Kerl. Servus, Fisk. Hey, du. Handeln und so, bitte.
Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, du hast jetzt ja... Ja, genau. Der hat mein ganzes Geld. So, ich kann jetzt verkaufen. Eine Pfanne, Schüssel, Krug, Becher. Ja, streng sind auch den Stahl. Ich brauche jetzt halt unbedingt schmieden lernen. Den kriege ich ja später noch immer. Fleisch. Was ist denn jetzt bitte der Schinkenwert? Reisschnaps und Bier brauche ich ja nicht unbedingt, oder? Nee, da jetzt, das sage ich jetzt mal, ich verkaufe jetzt hier so viel, dass ich 5 noch habe, falls jemand durstig ist, einmal auf dem Weg, ne? Das Fleischschwanzenragout wäre auch ein bisschen was wert, aber das lasse ich noch. Käse, Schinken. Das möchte ich gerne noch behalten. Den Wein könnte ich auch ein bisschen hergeben. Aha, okay, das kann ich vergessen. Das ist zu teuer alles. Da muss ich jetzt aufpassen, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. So, Kiwi, kannst du nur. Da habe ich zu viele Waren im Vergleich zu dem, was er Erze hat. Der letzte Scheiß. Muss ich jetzt aufpassen. Dann nehmen wir jetzt mal den Wein weg. Das kann ich getrost. Lass uns lieber was. Muss ich jetzt echt ein bisschen aufpassen? 81. So, jetzt passt. Der letzte Scheiß. Passt, servus. Der Rest bekommt Mordrak. Und dann muss ich schauen, wie viel. Oder ich kann gleich schauen. 255. Fehlen nochmal so viel. 250 brauche ich noch. Dann kann ich mir die teure Butlerhose kaufen. Der letzte Scheiß. Ja. Mordrak. Ich glaube, hat man das nicht auch noch gratis irgendwo kriegen können? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Egal. Zeig mir deine Ware. Bitte. Such dir was aus. Ja. Und zwar, ja, da hätte genug Erz tatsächlich. Jetzt ist die Frage, ob ich genug Waren habe. So. Zur Not müsste ich hier Tränke verkaufen. Den Wein geben wir jetzt mal her, wie es gehört. Schinken und Käse, ich meine, die braucht das jetzt nicht. Oder vielleicht doch. Ach, das ist so schwierig. Da kann ich auch ordentlich mal hergeben. Bier. Ja. Das Lustige ist, er hat ja vorher gemeint, ne? Das Bier mehr wert wäre als der Reisschnaps. Ist aber nicht. Der Reisschnaps ist sogar um 5 Erzbrocken mehr wert. Hat uns voll dran gekriegt, der Kerl. So. Wie schaut es denn noch mit Waffen aus? Eines. Dann, das kann er haben. Das kann er haben. Jetzt wäre gut, wenn ich noch ein bisschen was verkaufen könnte. Lang Käse verkaufe ich mal, denke ich mir. Ja, keine Ahnung, vielleicht auch so ein magisches Trankerl. Ich weiß, die bräuchte ich vielleicht später noch, aber jetzt ist ja wurscht. Ja, lass mal so dabei. 254, das passt, dann kann ich mir gleich die Butlerhose kaufen und gut ist. So. Dann kann ich mir schon ein bisschen was zutrauen. So. Dauert jetzt ein bisschen, ist eh klar. La, lam, dam, dam. Da bin ich zwar wieder pleite, aber dafür sind wir gut gerüstet. Dann können wir uns auch trauen, Scavenger anzugreifen, die großen. So, gleich haben wir's. So, 254, 254, passt. Vielen Dank.
So. Jetzt nochmal zurück. Die Butlerhose kaufen. Dann werden wir gleich vor dem Tor den Neck besuchen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Würde ich sagen. Und müsste gehen. Ich werde echt probieren mit den Mallrats, ob wir sie töten können. Aber normal müsste es klappen. So. Mein grobes Schwert. Nicht, dass ich es unabsichtlich verkaufe. Hast du eine Rüstung für mich? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Bitte. Und zwar die Butlerhose. Schutz vor Waffen 15, vor Feuer 5, kostet 500 Erz. Schutz vor Waffen 10, Schutz vor Feuer 5. Das ist halt echt eine Frechheit, ne? Die leichte im Vergleich zur normalen. Ah, was soll's. Gib mir die Butlerhose. Eine gute Wahl. Ja, ja. Na dann. Ciao. Echt eine Frechheit. Muss man echt schon sagen. So, dann ziehen wir mal an, das gute Stück. Tada, unser neues Outfit. So. Gut. Ja. Ich glaube kaum, dass ich daran was... So. Dann würde ich sagen, probieren wir mal unser Glück. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen. Muss ich halt wieder schätzen. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So. Dann würde ich sagen, ich versuche es wieder an unseren Opfern davon, ob ich diesmal eine Mallrat besiegen kann, weil dann können wir, glaube ich, eigentlich so ziemlich alles plätten. Ja. So. Ei, wo sind sie denn? Komm her, du großer Knubbel. Jetzt kannst du nicht mehr meine Wadeln so leicht anknabbern. Jetzt hast du eine bessere Hose an, du Kerl. So, und? Au, jawohl. Bringen tut sie sich schon was. Au. Okay, aber zu wenig eigentlich im Vergleich zu meinem Kampfstil. Warte mal, ist dein Knüppel besser? Ich hoffe nicht. Ja, ich bin ungeschickt, ich kann nichts dafür. So. Nochmal. Komm her, Ratti. Huch. Schnell mal zurück. So. Jawohl. Geht schon. Null Problemo. Geht alles. Null Problemo, geht alles. Komm her, du Ratti. Ja, da kommt sie angelaufen. Das kleine Ferkelchen. Ja? Zack. Au, okay. Das war nicht gut. Verdammt, ich dachte echt, das klappt. Nein, nichts da. Na, scheiße. Okay, da war ich zu gierig. Ich dachte, ich kann das jetzt schon. Nein. Komm her, Raunzi. Hallo. Ja, nochmal von vorn. Ja, was soll's. Ja, komm. Hallo? Jawohl. Ich dachte schon, da kommt nicht mehr angehoppelt. So. So geht das. Quick, quick. So. Dann. Die kann man mal essen. So, die Waffe kann man ziehen. Speichern kann ich auch mal, weil das mache ich gleich, weil. Sonst versage ich davon beim nächsten Schweindel wieder. Ah. So, Quickie, komm her. Hoppel, 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 hoppel. Und? Sehr gut. Oh, da kommt die nächste.
Zack. Zack. Und zack. So, geht ja. Jetzt geht's, ne? Super. Problemlos. Ist eh klar. Ist eh logisch. So. Können wir wieder schön speichern. So. Aber ohne die Butlerhose geht's echt schwer. So. Dann sammeln wir die Schwammerler auf. Das heißt, es dürften die Scavenger jetzt auch kein Problem mehr sein. So. Wölfe könnten noch ein Problem sein. Waldbeere. Guten Tag. Ja, wer liegt denn hier? Verwitterte Axt. Ein toter Gardist. 10 Erzbröcklein und Amulett des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Schutz vor Waffen 5, Wert 50. So, sehr gut. Einen Apfel, Heilkräuter, Nachtschatten, Sklavenbrot und Höllenpilz. Tja, schade. Hast das nicht überlebt. So. Wann haben wir Stufe aufgestiegen? Ein bisschen noch. Ein bisschen müssen wir noch arbeiten. Gut. Dann könnte ich gleich versuchen, hier die Scavenger auch noch zu erledigen. Den Varan da oben, den machen wir nicht. Das ist, glaube ich, nur mal zu groß. Da nehmen wir dann unser Begleiterlein mit. So, zack, zack. Schauen, ob ich einen herpullen kann. Kommen die jetzt? Hä? Da hat irgendwer die Waffe gezückt. So muss das ausschauen. Sehr gut. So, dann tun wir mal jausnen, ne? Einmal und zweimal. Sehr gut. Ja, dann können wir den da oben auch klatschen. So, speichern, speichern, speichern. Alle Erfahrungspunkte sind uns willkommen. Guten Tag. So, das ging ja flott. Huch. Ich gehe gerade, Entschuldigung. Eine Münze. Noch eine Münze. Und noch eine Münze. 3 Erfahrungspunkte, sehr gut. So, vor dem Varan sind wir gerade einmal so sicher. Käse. Die Truhe möchte ich gerne öffnen. Dietrich. Bier und eine Fackel. Supi nice. Eine Schüssel. Eine Fackel, ein Orkblatt, dann haben wir hier auch noch was, Nachtschatten, eine Fackel, das Häusle da ist neu, oder? Also da war vorher nur das drum da vorne, ne? Das hier ist neu dazu gebatcht, oder? So circa in etwa, glaube ich. So, Seraphis nehmen wir mit. So. Da vorne ist noch was. Es wäre gut, das Flussufer entlang zu laufen. Damit wir Erfahrungspunkte kriegen. Da oben, die ganzen Scavenger zu plätten. Da unten auch. Da entlang zu gehen. Können wir eigentlich so eine Ehrenrunde machen, ne? Aber da drüben wäre auch nicht schlecht. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, beenden wir mal die Quest mit Neck. Würde ich jetzt vorschlagen. Dann kriegen wir auch geschenkte Erfahrungspunkte. Sind dann auch das Amulett, glaube ich, los. Oder dürfen wir es auch behalten? Das sehen wir dann eh. Jo. Da muss ich hier rüber, glaube ich. Kann ich hier rüber überhaupt? Ich glaube schon. Wurscht. Darüber. Dann muss ich Fletcher, ne? Bericht erstatten.
Jo. Glaube ich. Problem halt mal unser Glück. Guten Tag, die Herren. Jetzt können wir uns auch trauen. Gegen, wie hieß er schnell? Karim? Bin ich da richtig? Zu kämpfen? Ich glaube kaum. Fletcher! Man muss eben aufpassen, was man rum hat. Bist du da oben? Ja, das ist nur ein Gardist, oder? Das passiert mir nicht nochmal. Fletcher. Gequatscht wird viel. Fletcher. Huhu. Wo bist du? Der pieselt gerade. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Halt. Steht er da? Fletcher. Guten Tag. Wegen Neck. Wegen Neck? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Sketty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Ich könnte mich mal mit Sketty unterhalten. Du das, aber ich sag dir jetzt schon, meine Schulden wird er mir nicht mit Sicherheit einfach so erlassen. Okay, probieren wir mal unser Glück. Vielleicht müssen wir jetzt auch im Wettkampf gewinnen. Könnte uns passieren. So, ich versuche mal die Leiter zu, genau, zu benutzen. Vielleicht müssen wir den Wettkampf gewinnen, dass er dann Ruhe gibt. Schauen wir mal. Ich meine, der Wettkampf ist sowieso fällig. Mehr als wie diese Butlerhose kriege ich jetzt eh nicht zusammen, rüstungstechnisch. Also. Würde ich sagen. Ich esse nochmal. So. Ich speichere nochmal. So. Und dann probieren wir unser Glück. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Part hier wird. Ob ich Überlänge habe oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber es ist Hey du. Servus, Kitty. Also. Fletcher hat Schulden bei dir. Hat er dir das gesagt? Aber ja, es stimmt. Und die Schulden sind nicht gerade wenig. Was geht dich das denn an? Ich will ihm helfen. Ach, so sieht die Sache also aus. Nun gut, ich denke, ich kann dir einen Vorschlag machen. Was für einen Vorschlag denn? Du kämpfst für Fletcher in der Arena. Ja, klar. Gewinnst du den Kampf, erlasse ich Fletcher seine Schulden. War klar. Verlierst du aber, wird Fletcher nochmal die Summe Erz auf seine Schulden draufzahlen müssen. Bist du gescheit? Was denkst du? Ja, ich werde darüber nachdenken. Okay, ich habe ja wohl keine andere Wahl. Richtig. Gut, ich werde die entsprechende Vereinbarung für den Kampf treffen. Wir werden sterben. Sprich mit Gorhanis. Er wird dein Gegner in dem Kampf sein. Du solltest vorher nochmal mit Fletcher darüber reden. Er möchte wahrscheinlich auch in die Sache eingeweiht werden. Okay. Hilfe! Hilfe! Fletcher, was habe ich getan? Das ist wirklich nicht mein Problem. Vielleicht kann er mir irgendwie helfen, sein Schwert borgen oder so. Oder mir beim Cheaten helfen. Nein, das macht man natürlich nicht. Vielleicht. Nein. Da kommt er ja schon. Hallo. Wir haben ein Problem. Ich habe mit Sketty geredet. Und was hat er gesagt?
Er wird dir deine Schulden erlassen, wenn ich es schaffe, Gorhanis in der Arena zu besiegen. Da hast du dir aber einen ganz schönen harten Brocken als Gegner ausgesucht. Gorhanis ist einer der Templer aus dem Lager der Sektenspinner. Diese Typen wissen, wie man mit einem Schwert umgeht. Ich würde an deiner Stelle erst gegen kämpfen, wenn du gut im Umgang mit dem Schwert bist. Okay. Ich dachte, das wäre er ist im... Was? Keine Ahnung. Okay. Lass mich mal vorbei. Ja, ha. Ja, ha. Okay. Gut. Ja, ich will in meiner Haut gerade auch nicht stecken. Wir brauchen noch 250 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich gehe Scavenger klatschen. Wahrscheinlich hast du recht. Ja. Wie schaut's geldtechnisch aus? Haben wir noch 19, das ist zu wenig. Ja, gut. Dann. Ah. Habe ich bei dir schon das Essen? Hey du. Ich schaue mal nach, ob ich eine Portion verdiene. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar. Heute ist aber... Okay, haben wir schon. Habe ich nichts versäumt? Passt. Blutsch, blutsch. Gut, ich werde mir mal langsam den Weg, glaube ich, freischnetzeln zu... Kavalon. Glaube ich. Das heißt, es passt mir eh gerade ganz gut, dass wir raus müssen. Hm. Oder ich begebe mich in die alte Mine. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall mal hier. Hier sind schon ein paar Mole Rats, die wir besiegen können. Das passt mir ganz, ganz gut. So, ich speichere das hier natürlich mal. So, wie spät haben wir es? Oh, es ist bald der Part zu Ende, also denke ich mal, wenn das nicht schon wäre. Aber ich probiere noch mein Glück hier. Tja, komm nur. Oha. Au, okay, das war jetzt ein Fehler. Ich wollte jetzt gerade was trinken, aber ich habe vergessen. Nein. Aber es wäre gegangen. Ich hätte eine Chance gehabt. Eine kleine. Ich muss da oben stehen. So ist besser, glaube ich. Komm. Ja, komm, komm. So. Oh, da. Aha. Okay, jetzt klappt es überhaupt nicht. Mann, ey. Ja, ist schon gut. Jetzt hat er überhaupt nicht mitgespielt. Freund, du musst mir schon helfen, da. Ein bisschen zurück muss ich weiter. Ja. Da kommt er. Da ist, glaube ich, ein recht guter Platz. Ja, würdest du treffen? Steht da natürlich schräg. Jetzt krieg ich es nicht hin, ne? Das ist echt genial. Genial daneben. So, hallo, nochmal. Ich möchte gerne den Part beenden. Aber ich möchte euch drei gerne vorher besiegen. Das wäre sehr schön. Sehr gut. Den ersten haben wir schon mal. So. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. So. Dann noch den nächsten. Wenn wir die drei haben, dann lasse ich es gut sein für heute. So. Hallo. Komm da. So, das passt, glaube ich, schon. Sehr gut.
So. Nom, nom, nom. Passt. Und der letzte. Den werde ich wohl hoffentlich jetzt schaffen, ohne zu speichern. Sehr gut. Passt. Auftrag erledigt. Was haben wir da noch schön? Höllenpilz, Höllenpilz und sonst ist glaube ich nichts. Na, bluten durch ein bisschen. Autsch, 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 autsch. Dann essen wir noch schnell was. Und beenden den Part. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.